So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Ich bin der Zubarok und ja, wir sollen zu dem verwundeten Piloten hin, den Co-Piloten, der liegt da drüben, bei dem Rauchsignal da. Da müssen wir hin, aber ich denke mal, hier ist noch ein geheimes Grabmal. Das werden wir uns mal beäugen hier, das Ganze. Das Coole ist, hier macht er jetzt selber Feuer an, also brauchen wir uns da nicht drum kümmern. Wir sehen hier echt einen, ja, Schiss nicht. Geheimes Grabmal. Das war wieder ein kleines Rätsel oder irgend so ein Krams. Ich sehe das doch schon. Ich habe das doch schon wieder das Gefühl. Da ist ein Baum. In der Höhle ist ein Baum. Okay. Ein von drei Teile gefunden. Gewehr. Warum binden die Ketten die Jungs hier mal an? Das ist so, das ist eine Ritualgeschichte, ne? Da geht's weiter. Da geht's weiter. Hier nochmal. Okay. Okay. Geheimes Grabmal, okay. Es stürmt hier extrem, so wie es aussieht. Halle des Aufstiegs. Die Halle des Aufstiegs. Da haben sie doch einen kompletten Tempel reingekloppt. Neues Lager entdeckt. Wo ist denn hier das Lager entdeckt? Wo ist denn hier das Feuer? Ach, da vorne. Da ist es. So, das haben wir. Waffenmodifizierung. Oh, wir können eine Waffe modifizieren. Sehr schön. Provisorischer Langbogen. Gemeistert. Okay. Wollen wir mal schauen hier. Mal kurz gucken. Ein Langbogen. Okay, was haben wir hier als toll? Was ist das hier? Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. 250 Mücken. Hm. Oder wir investieren das in unser... Was haben wir hier? Rücklaufbremse des Gewehr. Pistole. Den können wir nicht verstecken. Guck mal das Gewehr rein, was wir da noch machen können. Gar nichts. Doch, das können wir machen. Nicht genug Material. Das könnten wir machen. Ich glaube, Doppelmagazin mit mehr Schuss oder polierter Auswerfer. Höhere Schussfrequenz. Rücklaufbremse. Was machen wir denn da? Sollen wir hier was ausgeben für? Höhere Schussfrequenz. Bringt uns alles nichts. Nein, wir machen den Bogen. Wir machen den Bogen mal ein bisschen besser. Zack. So denn. Okay. Wir haben gespeichert. Bester Kram, Mensch. So. Und wir sollen... Es stürmt wie Hölle hier drin. Also hier rüberkommen. Das gehörte früher zu Yamatai. Zu Yamatai. Okay. Es stürmt wie Hölle hier drin. Was ist denn hier denn? Hallo? Trojanisches Pferd? Mhm. Wir sind sehr klein. So, was haben wir noch? Wir können ja rumkurbeln. Kurbeln wir doch mal. Es bringt uns nichts viel. Okay, also das... Ich kann mir nicht irgendwie die Tür zumachen hier, das ist ja furchtbar. Und da ist ein Radchen, ne? Da.
Okay, das hält bestimmt nicht ewig. Ich sehe das schon. Wir testen das mal durch. Das hält nicht ewig. Nee, natürlich nicht. Hält nicht ewig. Warte mal, gehen wir mal her. Wir müssen da oben hoch, pass auf. Gut, werden wir erstmal das Ding hier abdrehen. Zeitgeschichte. So. Lara, lauf. Lauf, lauf, lauf. So. Von wo können wir denn da ran? Von hier? Nee, schade. Wo müssen wir denn hin? Da können wir nicht hoch. Okay. Können wir da hoch? Eventuell. Wenn wir von hier aus kurbeln, können wir nicht. Pass mal auf, wenn wir hier rauf gehen. Aber ich glaube, wir können machen, was wir wollen. Vielleicht müssen wir echt erst kurbeln. Erst das Ding hier drehen. So, jetzt da drüber. An der Kurbel drehen. So, auf diesen Apparat hier rauf. Nee, bringt gar nichts. Ich glaube, ist egal, was wir machen. Ist, glaube ich, egal, was wir machen. Wir kommen da nicht hoch. Ja, wie gesagt, finde ich jetzt sehr komisch. Oder wir machen erst das hier. Machen wir es nochmal. Wir versuchen es einmal noch und dann ist hier Feierabend. Dann müssen wir das ein andermal versuchen. Da können wir nämlich schnell reisen hin. Wenn wir das jetzt hier nicht schaffen sollten, wir können da schnell reisen. Das ist immer das Tolle. Mal stimmen. Okay. Das machen wir einmal noch. Einmal noch. Einmal probieren wir es noch. So, erstmal hier. Zurück. Das Ding hochkurbeln. So. Jetzt hier hoch. Darüber? Nein. Nochmal. Ach, das ist das. Das zeigt mir gerade mal. Jetzt habe ich's. 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 Ich glaube, ich hab's. So, nochmal zurück. So. Jetzt. Die erste Luke ist auf. So, jetzt wieder rauf. So. Jetzt komm. Zweite Luke hier auf. Alter. So war es nämlich. Siehst du, haben wir es doch hingekriegt. So, jetzt da nochmal rüber. Hallo, Lara. Bitte, da wird das so, alles klar. Gut. Dann mal weiter. Okay. So, wir sind drauf. Wunderschön. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Sowas von.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Wollen wir mal reinschauen, was hier drin ist? Bin gespannt. Waffenmodifikation. Handfeuerwaffe, ein Teil gefunden. Bergdorf. Tab. Belohnungskarte? Für was? Rauszoomen? Ah, warte mal, ranzoomen. Zack. Hier. Warte mal, kann ich da noch hin? Hier. Er zeigt uns die ganzen versteckten Sachen an. Supernummer. Supernummer. Wir können zurück. Na, sowas von prächtig. Lohnt sich doch mal hier so ein bisschen rumzuschnüffeln in der Ecke, ne? Manchmal lohnt sich das wirklich. Was hier denn? Die Tür? Ich komme nicht durch. Okay. So. Aber sowas von prickel, kommen wir nicht da hinten raus? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Ne, kommen wir nicht hoch. Ne, kommen wir nicht hoch. Wird nichts? Nein. Hier vielleicht auch nicht? Ne, nö, nö, wird nichts. Okay. Aber super. Dann können wir jetzt zurück. Upsa, Mensch. Ist hier noch was? Nein, ist nichts. Okay. Ja gut, dann mal raus. Und wieder zurück. Wir haben nämlich Waffenmodifizierung. Da wollen wir mal schauen. Zack. Oh, einen Fähigkeitspunkt haben wir auch noch. Was machen wir da denn mit? Fähigkeitspunkt. Hm, den würde ich mal sagen, überleben. Den würden wir im Moment überleben reinpacken, weil da haben wir nämlich schon und... Kämpfer, Axthiebe, Gewichtheber, was haben wir hier überleben? Knochensammler? Was ist ein Knochensammler? Wo ist denn das hier? Überlebenskunst. Okay, Kadaver, Lebensmittel, kriegen wir mehr raus. Was ist das hier, Knochensammler? Das ist das gleiche Thema. Und das hier? Okay, gut, das ist wieder Pfeil finden und sowas. Wir würden aber das hier machen, ne? Hier, Kadaver, Lebensmittel und so weiter. Meistern. Zack. So, zurück. 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 Supp. Und jetzt haben wir noch Ausrüstungsteile. Pistole. Eins von fünf. Was haben wir hier noch? Das haben wir alles. Da können wir nichts machen. Okay. Pistole. 300 haben wir. Wir haben Schnellfeuerfrequenz. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was ist das hier noch? Salvenmodus. 450. Schnellfeuermodus. Wir haben ja alles drin, ne? In dem Teil. Was hat das Gewehr denn noch? Doppellauf. Müde. Ach, weißt du was? Wir machen hier was. Größte Munitionsgeschichte. So. So, das haben wir ja. Super. Jetzt können wir wieder zurück. Auf geht's zurück. So, und dann suchen wir mal den Piloten. Wie gesagt, den müssen wir auch nochmal. Hoffentlich lebt er noch. Nicht, dass die ihn schon gegrillt haben, die Jungs. Das wäre echt nicht gut. Karte aktualisiert. Belohnungsorte. Okay. Aktualisiert. So, lauf, lauf. So, draußen sind wir. Ja, alles klar. Wunderbar. So. Überlebensorte. Oh. Was ist da hinten? Ach, das haben wir doch markiert. Klar, Mensch. So, hier geht's weiter. Wohin? So wie es aussieht, haben wir drei Stück, wo wir den hinten festmachen können, wa? Probieren wir es mal aus. Zack.
Geht das nur da auch? Nee, es geht nicht. Okay. Boom, boom, zack und runter. So. Warte. Geo. Caches. Okay. Haben wir gefunden. So, sehr schön. Ach, hier können wir das auch noch verbinden. Schauen wir auf da weiter. Geht nicht. Ich will auch nicht hier irgendwie runterspringen und dann ist Ende im Gelände. Schicht im Schacht. Können wir nicht machen. Okay. So, wir springen da mal rüber. Wir hoffen, dass es klappt. Ah, oh. Hat geklappt. Okay. Vielleicht hätten wir da runterklettern können. Ja, sieh mal. Und wir haben was gefunden. Mal rauf. Oh, hier ist noch was zum Anzünden. Hey, super. 6 von 10. So. Da hinten ist der Macker. Ey, perfekt. So, pass mal da nochmal rüber. Nein. Zack, da oben waren Eier. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nein, zurück. Ach, Leute. Lady, nochmal. Nee, okay. Will nicht. Ich glaube, die Eier können wir nicht, ne? Oder wir können eigentlich doch die Eier, ne? Naja, egal. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Machen wir auf jeden Fall, wenn das noch geht. Mal lauern hier. Ist da keiner? Nee, alles ruhig. Oh, da liegt noch was. Da liegt ein Büchelein. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Was für ein Geheimnis hat die Frau? Oder was für ein Geheimnis verbirgt sich eigentlich? Alter, das ist... Oh, wir haben etwas übersehen. Eine Schrift im Bergdorf übersehen. Schade. Müssen wir auch noch finden. Alter, was da für ein Geheimnis in der steckt? Wirklich echt, das ist sowas von interessant, das rauszukriegen. Wo sind wir denn jetzt? So, kleiner Schnäuzer. Huiuiui. So. Ich muss darüber. Ja, das ist ja eine super Idee. Wie denn? Ach da, klar. So. So, jetzt kommt es drauf an, Freunde. Wir können auch erstmal darüber. Vielleicht. Nee, können wir nicht. Da können wir nicht hin, ne? Von wo können wir denn da? Nee, da kommen wir nicht hin. Alles klar. Wir müssen hier weiter. Okay, pass mal auf. Ich glaube, wir haben so viel Krams übersehen. Ja, super, klasse. Ja, natürlich. Scheiße. Lava, beeil dich. Komm, beeil dich. Das war aber furchtbar knapp, Freunde. Das war furchtbar knapp. Können wir das hier nicht aufheben? Nee, können wir nicht. Mein lieber Mann. Oh, was ist hier hinten noch? Ich dachte, da lag noch was. Naja, ist nicht. Okay. So, er wird sicherlich da durch sein. Aber die Zeit ist wieder rum, Freunde. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alter, sieht doch mal die Landschaft. Ist das nicht geil gemacht?
Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir was in die Kommentare. Und nicht vergessen, oben auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf meinem Kanal gerade los ist. Tja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich sag ciao, ciao.